Fürst Sakai. Fürstin Masako, hat die Frau des Verräters sein Versteck enthüllt? Jedes Mal, wenn ich sie frage, weint sie und schaut weg. Wundert euch das? Nein, nicht wirklich. Vielleicht braucht es einen jungen Samurai. Sie ist drin. Wartet hier. Mein Herr. Fürstin Masako hat vor, mich zu töten. Ich sehe es in ihren Augen. Das werde ich nicht zulassen. Doch ich brauche eure Hilfe. Ich habe euch doch schon alles erzählt. Hachi überbringt Nachrichten für euren Gemahl. Also haben die beiden Kontakt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Masako sie findet. Nein, ihr müsst ihn retten. Das kann ich aber nur, wenn ich ihn vor ihr erreiche. Ihr kennt euren Gemahl. Wo kann er sein? Gebt mir Zeit. Das ist wichtig, Hina. Euer Mann tötete Unschuldige. Ich komme wieder. Sie braucht Zeit zum Überlegen, wo er sein könnte. Was war euer Angebot? Lasst uns spazieren. Ich weiß, wo sie uns nicht hören kann. Ich sagte ihr, dass ich versuchen werde, ihn zu retten. Ihr wisst, dass ich ihn töten werde. Ich musste ihr Vertrauen gewinnen. Also habt ihr gelogen. Ich habe gesagt, ich werde es versuchen. Und das werde ich. Was sagt ihr, Hina, wenn ihr versagt, Jin? Dass ihr ihm nicht vergeben konntet. Und dass ich nicht zwischen euch und der Gerechtigkeit stehe. Wohin ich hier auch sehe. Ich sehe nur, wie meine Familie damals starb. Ihr hattet schon vor Fürst Adachi eine Familie. Würde sie euch aufnehmen? Mein älterer Bruder starb vor ein paar Jahren. Und meine Schwester. Die Mörder schlachteten sie ab. Ich erkannte nur ihre Goldschärpe wieder. Ich wollte diesen Tag nicht wieder wachrufen. Er ist mir allgegenwärtig. Hier sollte Musik sein. Was? Ich habe hier mit meinen Enkeln musiziert, um den Wechsel der Jahreszeiten zu feiern. Ich werde sie nie wieder spielen hören. Danke. Lass mich in Ruhe! Hina! Schnell zum Haus! Wir suchen ihren Mörder. Los! Ich sehe mich mal um. Es muss doch eine Spur geben.
Hier lang. Warum sollte jemand Hina töten? Damit wir Sadao nicht finden. Sie wussten, dass wir sie haben. Der Weg vom Holzfäller hierher war lang. Viele haben sie mit mir gesehen. Dafür habt ihr gesorgt. Ihr habt sie als Köder benutzt. Ich hatte gehofft, ihr Ehemann beißt an. Ihr hättet mich einweihen sollen. Damit ihr mich aufhaltet? Ich schwor, sie zu beschützen. Nur diese Spuren hier. Wer auch immer es war, er war allein. Hina ist tot. Wir brauchen den Mörder lebendig. Hilfe! Er darf nicht sterben. Schickt euren besten Krieger! Ich blute! Zu tief, der Schnitt! So will ich nicht sterben! Ich blute! Hilfe! Nein, nicht ihr! Hachi, Sadaos Bruder. Warum habt ihr Hina getötet? Ich wollte sie befreien. Sie wollte nicht gehen. Wollte Sadao retten. Sie rief nach euch. Ich wollte nicht... Wo ist euer Bruder? Ich habe versagt. Ich werde ihn nicht verraten. Ihr dürft nicht sterben! Sag mir, wo er ist! Er ist tot. Nein. Hina ist umsonst gestorben. Ermordet von Verrätern wie meine Familie. Die Jagd muss weitergehen. Er hat Nachrichten für seinen Bruder überbracht. Vielleicht hat er eine. Was habt ihr gefunden?
Eine Karte mit Lieferrouten. Er brachte Überlebenden in Lagern Essen. Vielleicht versteckt sich Sadao in einem davon. Geht zum nächsten Lager und sprecht mit dem leitenden Mönch. Vielleicht weiß er etwas über die Karte. Was ist mit euch? Ich beerdige Hina. Das schulde ich ihr. Wir treffen uns anschließend beim Lager. Sehr gut, Sora. Mein Bein! Laufen wir weg. Suchen wir uns ein besseres Versteck. Für die Mongolen. Ein Samurai. Was ist mit euch passiert? Es gibt einen Händler, der für die Mongolen arbeitet. Sie gaben ihm ein eisernes Zeichen. Wir wollten es ihm wegnehmen, aber er hat so viele Wachen. Dieses eiserne Zeichen muss kostbar sein, wenn ihr euer Leben riskiert. Wer es trägt, kann frei auf den Straßen reisen, ohne von Mongolen angehalten zu werden. So etwas könnte ich gebrauchen. Ihr könnt es gern versuchen. Wir mussten fliehen, aber der Händlerwagen ist noch oben an der Straße. Ich werde das eiserne Zeichen suchen. Bleibt hier und versorgt eure Wunden. Seid vorsichtig. Die Mongolen werden nach ihren Männern suchen. Das muss der Händlerwagen sein. Mongolen. Sie kämpften gegen die Männer von vorhin. Keine Spur vom Händler. Das eiserne Zeichen ist nicht hier. Mongolen. Wushu! Da-shu!
Hilfe, Kindwen! Rojo! Vielleicht suchen die Mongolen die Männer von vorhin. Ich sollte sie warnen. Ich komme zu spät. Bitte, mein Herr! Ihr müsst den Händler mit dem eisernen Zeichen retten. Er ist mein Bruder. Euer Bruder? Ich habe ihm das Zeichen gestohlen, damit er seine Familie nicht entehrt. Wenn er die Mongolen unterstützt, verdient er den Tod. Nein, er ist ein guter Mann. Bitte. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde ihn suchen. Danke. Seine Mörder haben bestimmt Spuren hinterlassen. Da, dort entlang. Hier sind sie abgebogen. Wenn Sie den Händler haben, dann dort drin. Ja!
Ich rühre mich nicht, bevor es sicher ist. Der Mund weiß Tarla. Schnell! Bald seid ihr frei. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank. Spart euren Dank. Laut eurem Bruder arbeitet ihr für die Mongolen. Sie wollten meine Familie beschützen. Unsere Schwestern, wenn ich Vorräte für sie transportiere. Und jetzt ist euer Bruder tot. Er führte die Männer an, die euer Zeichen stehlen wollten. Nein! Oh, dieser Narr. Deshalb dachten die Mongolen, ich hintergehe sie. Ich hatte nie ein eisernes Zeichen. Außerdem ist der Name des Eigentümers eingraviert. Dann sind sie nutzlos für andere. Ihr könnt gehen. Wenn ich höre, dass ihr wieder für die Mongolen arbeitet. Die würden mich eher töten. Und meine Familie wird mich jetzt hassen. Ich habe nichts. Nichts. Was soll ich jetzt tun? Wofür lebe ich?